Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal bitcointrading.de. In dem heutigen Video analysieren wir den aktuellen Bitcoin-US-Dollar-Chart und besprechen die neuesten Bitcoin-News. Also bleibt dran, es wird wie immer sehr informativ. Beginnen wir das heutige Video mit den aktuellen Wirtschaftsdaten. Wie ihr wisst, ist die aktuelle Woche vollgepackt mit wichtigsten Wirtschaftsdaten und auf diese Daten gehen wir jetzt einmal ein. Hier haben wir aktuell einmal die PPI-Daten, also hier den Producer-Preis-Index. Dieser misst die Änderung des Preises der von den Herstellern verkauften Ware. Und wie ihr sehen könnt, ist dieser Indikator ein Leading Indicator, also so gesehen ein vorlaufender Indikator. Wenn der PPI extrem stark ansteigt, kann man damit rechnen, dass die CPI-Inflation hinterherzieht. Umgekehrt, wenn der PPI sich abkühlt, kann man dann auch damit rechnen, dass demzufolge die CPI-Inflation auch abkühlt. Wie ihr jetzt sehen könnt, waren hier im Jahresvergleich für die PPI-Daten einen Anstieg von 0,4% erwartet. Allerdings wurden diese Daten unterboten, denn der PPI ist ja im Jahresvergleich nur um 0,1% angestiegen. Das ist der niedrigste Anstieg seit August 2020. Zudem sind auch die CPI-Daten, also die Headline-Inflation, abgefallen. Ihr seht es hier im Monatsvergleich, hatten wir nur einen Anstieg von 0,2% und im Jahresvergleich nur einen Anstieg von 3%. Erwartet werden hier 3,1%. Das heißt also, wir haben hier die Erwartung sogar noch unterboten. Allerdings haben wir das in dem letzten Video schon erwartet, denn wie ihr wisst, hatten wir genau vor einem Jahr eben in dem Monat, auf den wir jetzt Bezug genommen haben, die höchste Inflation mit 9,1%. Somit ist einfach hier der Basiseffekt vollkommen zum Tragen gekommen. Aber wie ihr jetzt sehen könnt, ist eben nach dem Peak hier die Inflation abgefallen. Das wird also der Basiseffekt wird jetzt nicht mehr allzu stark zum Tragen kommen. Und somit könnte es, obwohl wir jetzt hier schon wirklich eine extrem starke Abkühlung der Headline-CPI auf aktuell 3% im Jahresvergleich erfahren haben, es trotzdem zu der Entwicklung kommen, dass wir gegen Ende 2023 bzw. Anfang 2024 nochmal eine ansteigende CPI-Inflation hier sehen, eben da der Basiseffekt hier nach und nach jetzt verwässert. Zudem muss man auch sagen, dass ja die Kerninflation, also die Inflation ohne die volatilen Werte von Strom und Nahrungsmittel, immer noch bei 4,8% ist, also hier immer noch deutlich über dem 2%-Ziel der Fed. Und auch der Arbeitsmarkt ist stärker als erwartet ausgefallen. Hier wurden insgesamt 250.000 Arbeitslosenmeldungen erwartet, allerdings kam es hier nur zu 237.000. Also hier wurden auch die Erwartungen unterboten. Allerdings ist das nicht unbedingt ein positives Zeichen, da dies eben bedeutet, dass der Arbeitsmarkt noch stabil ist und somit sich hier die Fed erlauben könnte, die Leitzinsen nochmal anzuheben. Und genau davon geht auch momentan hier der Markt noch aus, denn ihr seht es, obwohl die Headline-CPI auf 3% gefallen ist, geht der Markt aktuell mit 92,4% davon aus, dass über dem nächsten FOMC-Meeting hier nochmal eine Leitzinserhöhung um 25 Basispunkte sehen werden, also 4 auf 5,25 bis 5,5%. Dann kommen wir jetzt hier auch schon zur aktuellen Bitcoin-Chart-Analyse. Wir befinden uns auf dem aktuellen Bitcoin-US-Dollar 4-Stunden-Chart. Wie ihr sehen könnt, haben wir jetzt hier im Laufe des Tages heute geschafft, über unsere wichtige Resistance hier auszubrechen, also über den roten Rand hier dieses Kastens hier auf über $31.400. Und jetzt, wie ihr seht, haben wir hier nach dieser Breakout-Candle jetzt hier nochmal eine bärische Candle reinbekommen. Und diese Candle ist jetzt extrem entscheidend, denn wie ihr wisst, haben wir hier in einem Video schon vor über 3 Wochen darüber besprochen, dass wir hier auf diesen Entry warten. Wir möchten hier einmal den Breakout sehen über die vorherigen Hochs hier, also über die $31.400, über den roten Rand hier des roten Kastens. Und dann allerdings möchten wir in einem Retest nochmal sehen, die vorherige Resistance als Support bestätigen und dann können wir long gehen in Richtung der $34.000. Das bedeutet also, was wir jetzt sehen möchten, ist, dass wir hier mit der aktuellen 4-Stunden-Kerze es schaffen, hier die Resistance, also hier diese Hochs hier, als Support zu bestätigen. Das heißt also, dass wir hier diese Candle im besten Fall über 31.300 bis ungefähr $31.400 schließen möchten, somit hier die vorherige Resistance als Support bestätigen und dann hier als den nächsten Kerzen hier nochmal grüne Kerzen sehen und es dann schaffen, hier nochmal über das Hoch zu steigen, hier von aktuell $31.600, dann wäre eben, wie wir hier schon vor über 3 Wochen besprochen haben, der Retest erfolgreich. Dann können wir hier long gehen in Richtung der $34.000. Das wäre hier in der kurzen Frist auf einem 4-Stunden-Chart das nächste Target. Das heißt also, ich warte jetzt hier noch die aktuelle 4-Stunden-Kerze ab und auch noch die nächste 4-Stunden-Kerze. Und wenn wir es dann schaffen sollten, hier die 4-Stunden-Kerze über dem roten Rand des Kastens hier zu schließen, da warte ich auf die nächste bullische Kerze. Wenn wir es dann hier schaffen, über dieses Hoch zu steigen, gehe ich hier long in Richtung der $34.000.
das wäre hier unser Target und den Stop-Loss hier schon unter das letzte Tief, also ungefähr hier auf 30.100 Dollar ungefähr, dann hätten wir hier ein Risiko von ungefähr 4,5% und hier eine potenzielle Upside zu unserem Target von ungefähr 8%, ist also für solch einen kurzfristigen Trade immer noch ein recht gutes Risk-to-Reward-Verhältnis. Und zudem, wie ihr euch erinnern könnt, haben wir hier auf dem Tageschart hier auch noch unsere Bullflag besprochen. Ihr wisst es ja, die Bewegung in die Bullflag ist auch die Bewegung, mit der wir hier tendenziell nochmal aus der Bullflag rechnen können. Das würde also bedeuten, dass uns hier diese Bullflag potenziell auf ein Target hier von 38.000 Dollar bringt. Das bedeutet also für alle, die wirklich hier auf der mittleren Frist auf dem Tagesstart auf Nummer sicher gehen wollen, die können auch nicht nur auf dem 4-Stunden-Chart auf den Retest warten, sondern hier auf dem Tagesstart, also dass wir hier zumindest mal eine Tageskerze über der Resistance hier auch von 31.400 Dollar schließen, dann hier im besten Fall auch nochmal einen Retest sehen oder zumindest eine weitere Kerze hier über der Resistance schließen, dann kann man hier long gehen in Richtung der 38.000 Dollar und hier würde ich dann auch einen Stop-Loss unter die Range hier ziehen, also ungefähr auf 30.000 bis 29.600 Dollar, dann hätten wir hier auch ein Risiko von ungefähr 5-6% und hier ein potenzielles Upside als Target von der Bullflag her übergeordnet in Richtung der 38.000 Dollar. Das wäre also hier eine Upside von ungefähr 18-20%. Das wäre hier also auch ein Trading Setup für alle, die hier mittelfristig auf dem Tagesstart die potenzielle Bullflag traden möchten. Ansonsten, wenn wir hier auch noch auf den Lux Eigenindikator schauen, hier ist das Bild nach wie vor auch noch unverändert. Wie ihr sehen könnt, sind wir nach wie vor immer noch über der Neo Cloud. Wir haben hier das bestätigte Long-Signal, das ist hier aktuell auch schon ungefähr 13,5% im Profit. Und hier geht auch, solange wir hier das aktuelle Tief von 25.000 Dollar halten können, solange sind wir hier aus Sicht des Lux Eigenindikators und auch Sicht der Marktstruktur immer noch bullish. Das heißt also, solange wir über den 25.000 Dollar bleiben, ist die Marktstruktur hier auf dem Tageschart noch intakt. Ansonsten, wenn wir abschließend hier noch auf die Bitcoin-On-Chain-Daten schauen, könnt ihr auch sehen, dass ihr die Long-Term-Bitcoin-Hodler über die letzten 600 Tage, also einmal hier über den Abwärtstrend im Bärenmarkt, die Bodenbildung und den aktuellen Anstieg hier, 1 Million Bitcoin akkumuliert haben. Die Bitcoin-Long-Term-Investoren halten jetzt insgesamt 14,5 Millionen Bitcoin, befinden sich somit ziemlich nah auf einem neuen Allzeithoch. Zudem können wir auch sehen, dass institutionellen Investoren auch aktuell bei 30.000 Dollar nochmal am Nachkaufen sind. Ihr seht ja diesen ziemlich starken Anstieg. Das könnten also auch hier Vorbereitungen sein auf den nächsten Bitcoin-Bullrun und auch auf die potenzielle Zulassung eines Bitcoins-ETFs. Zudem können wir auch sehen, dass der zweitgrößte Vermögensverwalter mit insgesamt 7,2 Billionen Dollar under Management jetzt investiert hat in die Bitcoin-ETFs. Infrastruktur, und zwar wurden hier 560 Millionen Dollar in Bitcoin-Mining-Aktien investiert. Dieses Geld wird höchstwahrscheinlich verwendet, um dann eben nochmal neue Miner aufzustellen. Könnten also auch hier Vorbereitungen sein auf den nächsten Bitcoin-Bullrun, um einfach dann hier durch das Mining so gesehen an frische Bitcoins zu kommen, um diese dann eben auch zu akkumulieren. Das war's schon wieder mit dem heutigen Video. Wenn dir dieses Video gefallen hat und ich dir in diesem Video einen Mehrwert bieten konnte, würde ich mich extrem freuen, wenn du mich jetzt kostenlos unterstützt und meinem Kanal ein kostenloses Abo dalässt und die Glocke aktivierst und auf alle stellst, sodass du immer eine Benachrichtigung erhältst, wenn ich auf meinem Kanal ein neues Video uploade. Ich danke dir für deine Aufmerksamkeit.